Willkommen zu einer neuen Adventure Map, kann man quasi sagen, hier in Roblox. Diesmal mit einer, wie immer, mit einer Jump and Run Map oder auch Oppi. Nachdem wir nun jetzt von unserer Oma und den Opa geflüchtet sind, heißt jetzt nun Escape the Dare Care Oppi, also quasi aus der Kinderanstalt hier fliehen. Ja, und was steht hier? Let's get out of this cramp. Ja, da würde ich mal sagen, dann machen wir das mal. Ja, das sollte so passen. Stage 2. Hier haben wir so Wachsmalstifte. Ja, das sieht aus so. Und hier ist ein bisschen Krieg. Krieg ist natürlich nicht so gut. Quick up this way. Dann tun wir das mal. Ja, das sieht... ja. Da war jetzt ein bisschen auf der falschen Seite, weil ja hier auch wieder ein bisschen Kriegsszenario da oben ist. Dann müssen wir das jetzt mal ein wenig besser hinkriegen. Und zwar so ungefähr. Ja, das sieht schon ein bisschen besser aus. Stage 4. Diese Flugzeuge. Jawohl, und auf die Plattform, sehr gut. Ups. Okay, also auf den Rand dürfen wir also nicht, dann über die Nuckelflaschen, ja. Und dann hier hoch, jawohl. Stage 5. Und ja, mal wieder ein Labyrinth. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, das kann ja mal wieder was werden mit Labyrinthen hier. Ja, die Map ist auch wieder von den Backstabber, wie man da unten ja unschwer erkennen kann. Ja, die immer wieder nach rechts geht Taktik, obwohl hier war jetzt so ein Hindernis. Vielleicht könnte das was Gutes bedeuten. Ja, das sieht doch gut aus. Ja, sehr gut. Und Akto. The baby is attacking us. Quick run for it. Dann werden wir uns mal hier beeilen. Es frisst, es wird aggressiv. Also schnell, schnell, schnell. Stage 7. Ja, das sollte eigentlich überhaupt kein Problem darstellen. Und es ist auch so der Fall. Stage 8. We need to get across the Pacificus. So, über die Schnuller. Ja. Okay. Wow. Ja. Auch das hat gut geklappt. Make sure to not wake up this baby. Ja, ist ein ziemliches Riesenbaby. Hoppala. Irgendwie. Achso, jetzt geht er richtig hoch. So wie es sein sollte. Sind wir mal ganz still. Ja, sind wir mal ganz still und wecken erstmal das Baby. Ja, verdammte Scheiße, nee. Hier so ein Schlafmobilier. Sehr gut, das geht noch jetzt dann doch noch mal gut. Stage 10. Ja, und das Baby war auch scheinbar sehr gefräßig hier. Burger, Sandwich, Donuts und Pizza. Und jetzt wollen wir dann doch gefressen mal wieder, wie immer. Ist bei so oft, wie es irgendwie ist. We've been eaten, ja, das ist der Fall. Und ja, hier sind die Gedärme vom Kind. Stage 12. Ja, auch
das klappt doch relativ gut. Nummer 13. Auch das klappt. Die Stage sieht irgendwie so ein bisschen aus wie die von eben, aber ein bisschen anders. So, hier selbst hier die Nuckelflasche hat das Baby gefressen. So, Stage 15. Das ist bestimmt wieder hier. Ja, genau. Das ist wieder hier so ein Laufband. Sehr gut, sorry. Da haben wir uns diesmal ein bisschen besser angehen. Watch out this loose roads. Och nee, nicht schon wieder sowas. Okay, da haben wir jetzt nochmal Glück gehabt. Lol. Da nehmen wir einfach mal die richtigen. Sensationell. So viel Glück würde ich gerne mal in diesem Mist haben. Ja, aber manchmal muss man auch ein bisschen Glück im Leben haben. Okay, wie geht's weiter? Stage 18. We escaped. Okay, und schon geschafft. Sehr gut. Ja, das ging ja diesmal sogar ein bisschen deutlich besser. Und jetzt gehen wir hier ganz langsam und entspannt nach oben, das Siegertreppchen hier. Ja, das ging diesmal relativ zügig, ohne irgendwelche Probleme. Ne, denn ist immer spannend. Ich glaube, dieser Backstaber hat, glaube ich, noch zwei, drei Maps, die dann vielleicht so die kommenden Wochen dann folgen werden. Und dann heißt es wie immer, das wäre es dann für diese Map. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir steigen gen Himmel und sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder zu Roblox und einer neuen, hoffentlich guten und tollen Map. Ja, und wenn wir dann irgendwann oben im Himmel ankommen sind, geht es dann hoffentlich auch weiter mit der nächsten Map. Und bis dahin heißt es wie immer und ciao.